gesagt, mein Hugo hat ein neues Video hochgeladen. Warte mal, was ist das hier? Die Pose kenne ich. Wow, 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 wow. Jo. Wir gucken mal rein. Wieso filmst du nur mich oder hast du gespiegelt? Ja, was? Schlaf gut, weißt du, träum was Süßes. Das war so scheiße. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr da seid. Rosenmontag aus Fulda. Liebe Party People, Fulda. Man könnte meinen, ganz schön Fulda. Deutlich gemütlicher als meins. Können wir bitte wieder Autocontent von Skyline? Oder Köln? Digga, was? Wenn man in Köln an Karneval die Kneipe aufräumt. Digga, ich hab auch gesehen. Warte mal, ich hab was komplett anderes gesehen. Digga, ich hab gestern gesehen. Boah, finde ich den Clip nochmal. Boah, ich finde das safe nicht mehr. Doch, ich hab's. Nee, ich hab's nicht. Ich hab gestern ein Video gesehen von einer Frau, die in irgendeinem Laden war und alle Weinflaschen einfach umgeschmissen hat. Oder alle Alkoholflaschen. Ich find's aber grad nicht. Nein, zu Karneval, es macht keinen Spaß. Ich wollte das erste Mal hier. Okay, ich kann niemals Karneval. Warte, ich muss das Classic hier wieder zumachen. Boom, zack. Hey, grüß dich, wer bist du? Ey, weiß ich auch nicht. Heute, glaube ich, Sportmaus oder so. Let's go. Aber die negativen Erfahrungen können ja noch kommen. Heute, ruhiger Stream. Ey, wow. Hallo. Jetzt hat jeder einmal Hallo gesagt und zwar immer so auf die eigene Art und Weise. Boah, Digga, aber mit Stream Karneval Köln gehen wäre schon... Dann wäre ich wiederum dabei. Da wäre ich wiederum dabei, Digga. Aber privat dahin gehen auf gar keinen Fall. Ey, was geht? Hast du Bock, ein Jibbe zu rauchen? Du wärst der erste Ansprechpartner dafür, jetzt gerade aber noch nicht, weil ich weiter muss. Yeah. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin hier? Ja, Skyline-Tipo! Ja, Der von Monte! Kommt vielleicht? Satter Hugo? Brauchst du ein paar Autos eigentlich dafür? Oder irgendwas anderes? Wenn die was über coole Autos sagen, kommen wir dann in ein Hugo-Video. Und dann die Jungs nochmal den LKW filmen, damit wir bei Hungriger Hugo reinkommen. Sehr, sehr gut. Und wir kommen zum nächsten Wagen. Wow! Oh, schöne Geschichte. Den Let's Hugo-Videos. Digga, ey! Oh mein Gott. Digga, das ist crazy. Und wir kommen zum nächsten Wagen. Meine Geschichte. Den Let's Hugo-Videos. Let's Hugo-Videos. Digga, ich bin nicht Hungriger Hugo! Du bist, glaube ich, auch die Erste, die Glitzer, die ich heute sehe. Sehr cool, ich liebe Glitzer. Auch hier überall Glitzer. Ich will nicht mal nur so auffällig aufs Dekolleté gucken. Aber wenn du es mir erlaubst, dann gucke ich es mir ganz genau an. Digga, stimmt, du hast viel Glitzer. Ja, sehr viel Glitzer, ja. Ich bin minderjährig. Du bist minderjährig? Skyline? What the fuck? Bist du nicht diejenige, die vorhin gesagt hat, ja, du kannst ruhig raufgucken bei dem Glitzer-Dekolleté? Oh, warte. Ich hätte es dir direkt ansehen müssen. Aber ich habe auch schon öfters Spezies getroffen, bei denen das Etikett abgegangen ist und die trotzdem genauso gut geschmeckt haben. Oh, so meine ich's nicht. Und das immer wieder bei Minderjährigen. Ich bin 18. Juhu! Ich bin... Bruder Skyline, what the fuck, Digga? Hier können wir gar nichts! Das ist der fucking Dings vom Knossi, Alter! Ja, also wenn du möchtest, kann man auch so ein bisschen davon. Bisschen drauf achten, dass mich keiner so bequatscht. Ja, genau. Weil das macht ihr ja schon. Genau, diese Betrunkenen, die Unangenehmen, die dich immer voll labern, weißt du, wie ich meine? Meine Beteiligung an Karneval. Hallo, ich bin Reporter! Nein! Einfach Oliver! Oh. Jetzt habe ich Wasser auf meiner Tastatur, Bro. Wie kann das überhaupt passieren, ey? Jedes zehnte Video ist irgendwie ein Energy Drink. Ja, schneller Worte. Oder ich hab heute extra wegen Olympiade alle Sachen, wie zum Beispiel dieses Glas hier, in das Zentrum des Tisches hingelegt. Und die Energy Drinks habe ich auch weggelegt vom Tisch, weil ich... Meine Prediction für heute ist, dass ich auf jeden Fall auf einen Tisch schlagen werde. Und wenn ich auf einen Tisch schlage, dann vibriert das und dann bewegt sich das und dann irgendwann kippt das um. Das ist ja schon mal das ein oder andere Mal passiert. Aber heute habe ich vorgesorgt. Heute wird es nicht passieren. Auch eine wichtige Regel am Setup, immer schön die Flaschen zu machen. Hier steht jetzt so offene Ja, das geht manchmal nicht. Weißt du das Video? Ich glaube schon. Ja, das hier. Bruder, ey, was zum Fick ist das? Bro. Und das war glaube ich, Alkohol im Wert von 140.000 W. Ich weiß nicht, ob da nur Alkohol drin ist. Ich weiß es nicht. Dose, das ist auch gefährlich. Ah!
Ich habe getrunken von meinem Shake und dann habe ich ihn abgesetzt, aber ich habe ihn zu schnell abgesetzt. Und da ist so ein Ricochet-Tropfen genau in mein Auge rein von dem Shake, Alter. Ey, du hast dir Isoclear ins Auge gemacht. Ich weiß nicht, ob das klappt für die Eiweißaufnahme. Martha denkt jetzt halt morgen Sixpack, weil er sich ganz viel Isoclear in die Augen reibt. Ey, mir ist heute dreimal Red Bull umgekippt auf dem Tisch und dann hatte ich ja gar kein Red Bull mehr in der Dose. Es war grausam. Ich habe mein ganzes Red Bull übergekippt. Junge, ganzer Red Bull. Kill! Ich habe mein ganzes Red Bull übergekippt. Hat sich das an der Stelle? Ach, Digga. An Red Bull. Irgendein gammliger Gamer, der gerade streamt und kacke ist. Welcher Platz bist du? Was? Ich bin 59. Digga, what the fuck? Wer hat denn offene Getränke am Arbeitsplatz? Wie oft man sein Glas umkippt. Deswegen passt auf mit den Gläsern, keiner besser. Es ist so offen, das Getränk, ne? Wie kann man da einen zwischen seine Ellbogen? Genau da! Guckt euch mal diesen Frame an, das ist nicht ich persönlich. Guck mal, wie viel Kaffee da in der Luft ist. Wie hat sie das geschafft? Da kenne ich aber auch noch so einen Clip, warte mal. Ja, der tut mir von meiner ganzen Karriere tut der mir am meisten weh. Digga, das hat so weh getan. Da bin ich early live gegangen. Da war irgendwie 10, 11 Uhr. Ich habe gerade den Stream angemacht und wollte, ich glaube, ich wollte, das war sogar rare, ich wollte einen Joke bringen und hat nicht mein Intro gemacht. Ich bin direkt, habe ich einfach gezeigt. Okay, ich habe mir schön Nutella-Brot mit Kakao, damit ich das danach da reindippen kann. Hugo-Brot mit Mandarinen, Bruder. Und dann passiert das. Ich esse nämlich jetzt mein Frühstück. Digga, guck mal, das Tattoo, wie sie ausrastet. Zack, und jetzt fließt, guck mal, da sieht man's. Der Kakao, weil mein Tisch so ein bisschen weiter runter ging, der Kakao fließt hier noch weiter. Seht ihr das? Habt ihr es gesehen? Da sieht man's. Und ist komplett in meine Steckerleiste rein. Alles war am Arsch, Digga. Alles. Komplett in meine Steckerleiste rein. Ja, und dann gab's an dem Tag kein Streamer. Schafft das, der gesamte Inhalt der Taste über der Tasse schwebt. So ist doch alles okay, so ist noch nichts dreckig. Aber gleich kommt die Erdanziehungskraft und schmiert die ganze Scheiße über den Stuhl, Tisch, Mauspad, Tastatur. Kannst du erstmal anderthalb Stunden sauber machen und du kriegst es nie so sauber, wie es vorher war. Alter, auch in meine Tastatur. Da schimmelt da drin, die kannst du wegschmeißen, das ist ein Totalschaden. Und wieso schneidet Hugo das rein? Da hat doch jeder schlechte Laune. Scheiße, wo wusste er das? Ja, stimmt. Warum fallen denn alle Sachen runter? Ist mir in meiner ganzen Streaming-Karriere eine Sache runtergefallen und zerbrochen? Ich glaub nicht. Warte, einen Tanz kann ich ja. Fuck, Digga. Warum fallen denn alle Sachen runter? Das verstehe ich nicht. Erklärt mir das mal bitte. Am Anfang machen das alle aus Witz und Ironie. Aber mittlerweile hat Hugo davon 80 Videos. Und dieses Ironische ist es nicht. Die machen das nicht mehr aus Witz. Die haben Spaß am Tanzen und das zu filmen und ins Internet zu stellen. Okay, geil. Are you like famous or something? Yes, very. YouTube, TikTok, Instagram, everything. Wow, how many followers do you have? 1000. Oh, ey. Wow, oh, den kenne ich auch, oder? That's a nice start. That's cool. Warte mal, habe ich irgendwo wieder gesagt, dass ich Clips verbiete? Digga, hä? Habe ich irgendwas verpasst? An der Stelle möchte ich kurz sagen, Satter Hugo, du darfst meine Clips nicht mehr verwenden. Ich möchte nicht mehr bei irgendwelchen Clip-Compilations zu sehen sein. Ah, 92 Zuschauer. Let's go. Das ist bei allen Streams so. Twitch hat Viewbots verboten, Pepe left. Boah, finally, Bro. Mein Leben war eine Lüge. Aber ich sage ehrlich, wenn die Viewbots weiter so gut bezahlen, wie sie gerade tun, Bro, bin ich good to go. Boah, wir machen auf jeden Fall Big Money. Also wir machen, glaube ich, pro Tag so 5k easy. Fast wie Real Life, Digga. Digga, ein Zuschauer. Schreibe ich dann auch ein Zuschauer? Ein Viewer, Bro. Ein Viewer, nicht an null. Bro, Zabix bekommt so gar nicht mit, dass gerade dieser Bug ist. Wieso landen denn 500 Teams auf unserem Busch? Warum haben wir keinen Taschenbunker? Warum hat ich heute... Oh Mann, warum habe ich das nicht wieder erlebt? Nicht einmal eine Sniper aus in der ersten Runde. Warum steht's 4-3 für Hannover? Das ist ein Abend. Ich hab auch einen Zuschauer. Digga, ich schwöre, Travix schon wieder einen Switch gemacht, ne? Travix ist von Family Friendly zu komplett asozial geworden, okay? Und jetzt ist er von komplett asozial zu er regt sich über alles auf geworden. Da steht for real ein Zuschauer. Alle lachen mich aus. Müssen die Ausgaben vom Schiedsrichter wieder reingeholt werden? Ja, safe. Wir müssen jetzt noch ein paar Tage auf Fusin reacten. Sonst gehe ich hier insolvent. Leute, hat noch wer einen Prime-Sub, bitte? Ich habe mich vorher nicht getraut, dass die ganzen Kevin-Zuschauer noch da waren, nach Primes zu battlen. Aber jetzt sind, glaube ich, alle Kevin-Zuschauer schon längst schon gegangen. Seid ihr bereit? Wir gehen rein. Wir spielen Wieland Welt der AP. Okay, warte, wir brauchen ein Romatra-Bild. Chat, wir haben ihn. Wieland Welt. Sind sie... Ganz kurz, unter uns, hast du irgendwas mit deinen Nebenhöhlen oder sowas? Ja. Das hört sich nicht gesund an, Bro.
Ich mach mir jetzt einen Namen in dieser muttergefickten Stadt, hörst du mich? Ja, Bruder Herz, du wirst alles f***en jetzt. Mit mir zusammen natürlich. Ja. Das ist leider falsch. 38? Oh, Digga. Auch falsch. Jetzt was dazwischen. 30? Auch falsch. Wieso sagst du jedes Mal? Die da hinten spielen Rocket League, ja. Hast du irgendein Problem irgendwie, noch ein Bild am Arsch stecken, dass die ganze dieses kommt? Bin heiser. Hier hat jemand was für die nächste Runde, was das? Hey, was geht, grüß euch zu unserem Video und heute ist ein Video, wie besser werde den Vorteil. Was hatte Hugo da in seinem Mund, Bro, während er das aufgenommen hat? Chat, das klingt nach einer AI, ne? Ich wollte, das ist aber wohl ass. Ja, also schon alles zu viel gemacht. Das klingt nach rückwärts. Der Strobel spricht auch luxemburgerisch. Die sprechen einfach alle wie Chef Strobel. Ja, ist ein guter Call. Ich wäre auch nicht so lange, glaube ich. Mit meinem Bruder ist es viel wichtiger, hier Radiant zu. Da bist du ja mit 700 Subs raus, öffnen und dann mache ich. Digga, ich schwör's dir, es ist auch nicht böse gemeint. Aber wenn ich da Französisch höre, während ich noch am Leben bin, hab ich minus 30% Aim. Deine Nachbarn müssen auch denken. Welche Nachbarn? Alle! 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 Welche Nachbarn? Gibt es nicht! Nice, the last one. Bro, warum spielen die alle Valorant auf einmal, Digga? Ist Valorant wieder im Trend oder so? Info, Juhu. Ich kann Deutsch sprechen, du bist eine Arsch. Win Challenge? Ja, trotzdem spielt doch jeder wieder Valorant irgendwie. Ich schwöre, Brawl Stars, Digga, ich schwöre, Brawl Stars, not. Kein schlechtes Game.